heutigen Video zeigen wir euch unsere Laufschule, die wir für den Level 1, für den Primus Gradus muss können. Das sind drei Sachen. Das eine ist der Full Step oder der Passgang, das andere ist der Re-Step und das dritte ist der L-Step, das ist ein zeitlicher Ausweichschritt. Ich wünsche euch viel Spass. Noch besser ist, wenn das Gewicht vielleicht auf den vorderen Fuß bringt. Im Eskrima haben wir eine Gewichtsverteilung so 50-50, also 50% vom Gewicht auf den vorderen Fuß, 50% vom hinteren. Für den Schwerkampf finde ich es wesentlich besser, wenn man das Gewicht eher auf dem vorderen Fuß hat, also 60-40 oder vielleicht sogar 70-30. Dann schaut, dass ihr für die Schläge, wenn ihr das dann später mit den Schlägen zusammen macht, dass ihr eure Schultern gegen Führer bewegt. Also bleibt nicht einfach nur stehen, sondern bewegt eure Hüften, schaut, dass die Wirbelsäule sich ausdrückt und bückt euch nicht. Dann kommt das relativ gut. Bücken oder gegen Führer lehnen können wir immer noch, wenn wir die Stanz gewinnen. Am Anfang langt das. Super in Laufschule ist der Erfolg von einem guten Kampf. Ohne Laufschuhe können wir es vergessen. Wenn wir alles nur oben machen, alles nur mit den Armen, dann müssen wir es nicht probieren. Das wäre es und bis bald.